Ja, woran liegt's? Das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Mannschaftssport ist sehr komplex. Ich glaube, wir können festhalten, dass uns etwas die Leichtigkeit abhanden gekommen ist, die wir vielleicht noch in der Hinrunde hatten. Und auch gerade mit dem Spiel, was du angesprochen hast, in der Westfalenhalle als Jahresabschluss, da sind wir natürlich von der Halle getragen worden. Ich glaube, wir sind eine Mannschaft mit 15, 16, 17 Spielern, wenn wir die Nachwuchstalente mitzählen, die ja alle sehr talentiert sind, alle sehr gut sind, aber wir auch viel dafür investieren müssen. Und ich glaube, dass wenn wir uns jetzt in den nächsten Wochen ja, wieder ins Training hängen und ja, da wieder Vollgas geben, glaube ich, dass wir uns da auch wieder rankämpfen können. Zunächst einmal muss ich festhalten, dass alle sehr, ja, sehr getroffen waren, was das Spiel angeht, weil es ja doch sehr, sehr emotional ist. So ein Derby will man natürlich aus den verschiedensten Motivationen gewinnen, einmal aus der Mannschaft heraus, einmal für die Zuschauer, die sich riesig auf so ein Spiel freuen. Wir haben das auch getan und natürlich haben wir das intern aufgearbeitet, haben einige Dinge angesprochen, die in unserem Ermessen die Gründe dafür waren, dass wir vielleicht gerade die erste Halbzeit verpennt haben und ja, das wollen wir in den nächsten Spielen jetzt ganz schnell wieder abschalten. Ja, was machen wir am Freitag anders und ja, vor allem, was brauchen wir dazu? Ich glaube, entscheidend ist jetzt, dass wir in vielleicht nicht ganz so leichten Phase wieder enger zusammenrücken. Ich glaube, wir müssen es schaffen, als Mannschaft eine Antwort zu finden. Wir müssen den Zuschauern und den Fans zeigen, dass wir den Anschluss an die Tabellenspitze unbedingt halten wollen. Und ich glaube, wenn wir mit den Fans zusammen gegen Eisenach am Freitag eine Einheit bilden und wir als Einheit gegen Eisenach ein richtig geiles Spiel hinlegen, werden wir das Ding auch gewinnen. Glaube ich auch. Ja, jetzt haben wir so ein paar Fanfragen, die über Instagram und Facebook regelmäßig eingeschickt werden. Wir starten mal mit ein bisschen was Auflockerendes, um wieder ein bisschen Stimmung reinzukriegen. Ein Fan namens Jakob Schwabe hat auf Instagram gefragt, wer wohl dein Lieblingswitz ist. Erzählst du den uns? Ich habe einige, davon vielleicht kann man leider nicht jeden von erzählen. Jakob kennt einige davon bereits, aber ja, ich kann einen, kann ich erzählen, den finde ich ganz gut. Warum sind Magnete männlich? Wenn sie weiblich wären, wüssten sie nicht, was sie anziehen sollen. Ja, und die nächste Frage. Im Sommer 2012 bist du zu uns gekommen, bist also schon sehr, sehr lange da. Hast dich kontinuierlich wirklich von Saison zu Saison gesteigert. Aktuell stehst du mit 110 Toren auf dem 9. Platz der Torschützenliste. Geht da noch was? Ja, ich will es hoffen. Natürlich entgeht mir das auch nicht, dass ich da oben mitmische. Das ist natürlich ein sehr schönes Gefühl. Aktuell ist es natürlich so, dass man ja, versucht, mit der Mannschaft erstmal wieder die Ziele auf den Weg zu bringen, da den Fokus drauf zu richten. Und ich denke, dann ist es ja, eher von sekundärer Bedeutung, was meine Toranzahl angeht. Aber ich glaube natürlich auch für mich der persönliche Anspruch ist es da, mindestens in den Top 10 drin zu bleiben, klar. Die nächste Frage, kurz und knapp, wie viel drückst du beim Bankdrücken? Das ist auch eine sehr gute Frage, ja. Das sind aktuell so je nach Wiederholungsanzahl, die uns unser Athletiktrainer auf die Nase bindet, sind das so, ja, 100, 105 Kilo. Ja, und die letzte, aber durchaus ziemlich kreative Frage. Wenn du an einem Tag mit einem Profisportler oder einem anderen Promi tauschen könntest, wer wäre das? Oh ja, das ist. Ich beschränke mich mal auf einen Profisportler, weil ich glaube, es gibt auf verschiedensten Ebenen Prominente oder Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, mit denen ich gerne mal tauschen würde. Im Profisport wäre das vor allem Roger Federer, weil ich es, glaube ich, als Teamsportler, dass ich auch absolut bin. Ich bin ein absoluter Teamplayer, ein absoluter Teamspieler. Ich glaube, es ist unglaublich interessant, mal in so ein Leben von Roger Federer als Einzelsportler zu tauchen. Ich glaube, was so da die psychische Belastung angeht, wenn man komplett auf sich allein gerichtet ist, wenn man niemanden um sich rum hat, der einen vielleicht, wenn man selber mal eine schlechte Leistung hat, raushelfen kann, ist das, glaube ich, nochmal eine ganz, ganz andere Erfahrung, die er sammelt im Vergleich zu Teamsportlern. Und das wäre schon eine tolle Erfahrung. Ja. Glaube ich auch. Um die Fans zu binden, haben wir uns so eine kleine Challenge ausgedacht zum Schluss jetzt. Du hast jetzt die Aufgabe, einen Fuß auf die Außenlinie zu stellen. Und was glaubst du, wie viele Versuche brauchst du, um das Ding Pfosten reinzumachen? Wenn ich vorher Harz nehmen darf, dann versuche ich es mal so mit 3, 4, 5. Warte mal sitzen.
Ja, drei Stück. Drei Stück, die Nummer drei. Perfekt. Passt doch.